Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Sanctuary Hills. Wir haben groß gehandelt bisher und irgendwie vermisse ich den Wasserspender-Roboter. Er ist gut, im Nebel wird man ihn so leicht auch nicht finden. Wir haben doch hier extra was hingelegt, damit wir schlafen können und nach 2 Stunden sollte sich das Wetter geändert haben. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Wir können so lange reisen, wie du sie suchst wollen. Hoffentlich keinen Ärger. Nick hat mir mal den Unterschied zwischen Synths und Robotern erklärt. War keine sonderlich spannende Schlagzeile. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Keine Sorge, Man. Ich werde alles tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ich hoffe, Sie müssen meine Gesellschaft schützen. Wir bilden ein sehr effektives Team. Wasserspender. Ja. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Ma'am. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Dann los. Komm, wir brechen auf. Ausgezeichnet. Ich werde stets mein Bestes tun. Wunderbar. Oh. Lass sie einfach nicht spüren, dass du Angst hast, Blue. Oh, warte, das waren Hunde. Was auch immer wir hier draußen suchen, ich bin sicher, wir finden es bald. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ich versuche, mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Richtig, ganz richtig. Er findet schon einen Weg daraus. Er ist ja auch irgendwie da reingeraten. Na gut, ich denke, wir werden uns jetzt auf eine lange, lange Reise begeben mit unserem Wasserspender. Wo geht's hin? Schön wäre es, wenn wir noch einmal hier etwas rausholen könnten. An Wasser natürlich. Kronenkorken können wir schon mal mitnehmen. Das sollten wir auch in den anderen Siedlungen nicht vergessen, Kronenkorken immer mitzunehmen. Ja, womit können wir denn noch handeln? Ein Reservewässerchen haben wir hier noch drin. So 400 bis knapp 500 Flaschen oder Einheiten, Dosen. Oh, klappt das nicht? Ach doch, Handel. Sehen wir uns mal an, was Sie so haben. Na gut. Ja, wir müssen natürlich extrem leicht losziehen. Oh ja, wir haben Kleidung gekauft. Genau, die sollten wir gleich mal ablegen. Und tatsächlich. Sie kann das ganze Wasser tragen. Und normalerweise kann sie auch dann all unser Essen tragen. Umso leichter sind wir, aber wir werden sowieso, dass die Zeiten der Plünderzüge sind vorbei. Okay, hier sollen ja Sachen rein, die wir verbessern wollen. Nochmal. Die grünen Kleider müssen verbessert werden, die blauen Kleider, die Postbotenmütze, weiß ich gar nicht, ob man die verbessern kann. Das Palettenkleid, ja, wenn wir es schon haben, dann können wir es auch gleich verbessern. Und Greaserjacke und Jeans. Flanellhemd und Jeans lassen sich nicht verbessern. Auf jeden Fall können wir hier in die Werkstatt noch ein paar Sachen hineinlegen. Und da können wir zum Beispiel das Brahmin-Fleisch ablegen. Na, war das schon alles? Klingenkorn? Ja, gut. Legen wir auch mal hier ab.
Was haben wir noch zum Ablegen? Red-Kakerlakenfleisch, natürlich. Roboter-Reparatursätze. Davon sollten wir vielleicht ein paar mehr mitnehmen. Ich weiß ja nicht, wie sich der Wasserspender so schlägt. Ja, vielleicht brauchen wir wirklich davon etwas mehr. Okay, dann wird sich hier aber niemand um die Klingenkornpflanzen kümmern in der Siedlung. Ich hoffe, irgendjemand anders ist bereit dazu. 10, sollen wir so viel mitnehmen? 5 oder 8, ja okay, 8. Dann haben wir insgesamt 10 dabei. Das schmutzige Wasser können wir hier lassen. Und das verstrahlte Blut ebenfalls. Haben wir sonst noch was zum Hierlassen? Vielleicht irgendwelche Mods? Munition? Ja. Warum haben wir schon wieder die 38mm Patronen dabei? Wo haben wir die denn schon wieder her? Das können wir auf jeden Fall hier lassen. Die 5mm können wir hier lassen. Brennstoff können wir hier lassen. Fusionszellen. Schrotpatronen. Kaliber 50. Ich überlege, ob wir so viel brauchen. 60 Schuss? Oh, wenn wir so viel brauchen, dann sind wir aber schon in einem heftigen Kampf, glaube ich. Wir sollten kämpfen, lieber erstmal aus dem Weg gehen, ich weiß ja nicht. Und wir sollten vorher schlafen gehen nochmal. Ich weiß ja nicht, wie das sich verhält, so mit dem Sterben dann. Also wie oft wir sterben, sehr oft natürlich, aber macht das Spaß? Okay, wir können ja unten nochmal gucken. Ich glaube, wir müssen sowieso am Eingang der Siedlung hier müssen wir sowieso eine Schlafmöglichkeit noch schaffen. Und die anderen Kleidungsstücke, die kamen ja hier rein. Die wollten wir dann verteilen, wenn wir genug davon haben. Ja, Kleidungsstücke. Kleidung, ich sag doch noch Kleidung. Flanellhemd und Jeans, das können wir rein. Die Polizisten, Sonnenbrille und die Kampfrüstung. Wobei Kampfrüstung sollte doch hier sehr viel mehr schon drin sein. Das haben wir wieder irgendwo anders reingepackt. Ich tippe mal darauf, dass wir es in die Werkstatt gepackt haben. Ja, Militärbaretts, die sind sowieso ganz gut verteilt schon. Und Sicherheitsdiensthelme, sollten wir vielleicht noch ein paar von besorgen. Polizisten-Sonnenbrille. Also wir haben von allem noch nicht genug, als dass wir schon mal eine große Tour machen könnten. Wir sind aber ziemlich schwer beladen. Ja, das kommt durch die Munition, weil die jetzt was wiegt. Ja. Okay, es sind noch Siedlungen auf dem Weg, also brauchen wir uns so viel Sorgen, um unsere Nahrungsmittel jetzt gar nicht zu machen. Vielmehr sollten wir nicht vergessen, dass wir unten noch eine Schlafmöglichkeit aufbauen, wenigstens für so ein Stündchen oder so. Da machen wir uns jetzt hier nicht viel Arbeit mit, vielleicht hier so direkt am Klingenkorn. Schön hier im Schatten. Meistens werden wir hier vorne lang kommen, denke ich. Ach so, wollen wir noch ein bisschen Wasser? Mal sehen, wie viel sie tragen kann.
Aha. Na, immerhin. 935. Da kommen wir doch schon ganz weit mit. Also bis Diamond City sollten wir damit kommen. Ja, man müsste sie vollpacken mit Jet. Das wäre natürlich noch besser für Diamond City. Genau. Ja, wo geht es jetzt lang? Erstmal ins Bett hier ein Stündchen. Ja, und dann geht's Richtung Red Rocket Raststätte. Moment, wir können uns die Karte ja mal anschauen. Erstmal brauchen wir uns auch gar nicht umzuziehen. Hier passiert in der Regel nicht allzu viel. Also Red Rocket Raststätte. Nochmal zur Abernathy Farm rüber. Dann vielleicht zum Starlight Drive-In. Oder kommt noch was dazwischen? Nein, Starlight Drive-In. Und von da aus wäre die nächste Covenant. Starlight Drive-In, dann Richtung Covenant. Teffington Bootshaus dann. Die sind ja auch ganz in der Nähe hier. Bis auf Starlight Drive-In. Ja, vom Teffington Bootshaus sollten wir vielleicht nach County Crossing gehen. Nein, nach Bunker Hill. Bunker Hill ist doch besser. Von Bunker Hill auf nach Good Neighbor gehen wir genau andersrum, als wir eigentlich geplant hatten. Ja, und Good Neighbor müsste hier irgendwo liegen, hier drin. Ach, da ist es, ja genau. Von Good Neighbor, ja, hier ist in der Stadt gar nicht mehr so viel. Sollten wir direkt dann nach Diamond City. Nein, nicht direkt am Fluss entlang und dann hier nach Hangman's Alley, so sieht das aus. Ansonsten könnten wir noch, wenn wir in Bunker Hill gewesen sind, könnten wir noch bei der Railroad mal vorbeischauen. Dass die Moral jetzt überall so sinkt, Teffington Bootshaus, dass die da so steigt, da haben wir doch am wenigsten gemacht bis jetzt. Ten Pines Bluff, ja, das ist nicht gut, dass da die Moral so sinkt. Die wurden einige Male angegriffen und wir haben nichts dagegen getan. Oh, das mit der Moral hat sich aber stark zum Negativen gewandelt. Dass wir jetzt hier oben so lange waren, das hat auch nicht so viel gebracht. Abernathy Farm, da waren wir gerade erst. 61 die Moral nur. Moment mal. 50 Leute sind da in der Abernathy Farm. Ach, das stimmt doch alles nicht. Da sind doch niemals 50 Leute, wenn wir da ankommen. Wie soll das denn gehen? Da waren 25 vorher, dann fehlen denen ja Betten. Abernathy Farm. Hier steht's nochmal. 50 Leute, Essen 50, Schutz 38 nur und Betten 1 nur. Ach, das haben sie immer noch nicht repariert. Da haben wir so lange nicht mehr drauf geguckt, weil es sowieso meistens nicht stimmt, was hier so steht in der Liste. Aber 50 Leute, ja, das ist gut. Wenn die alle bleiben. Oder vielleicht wird die Abernathy Farm gerade angegriffen. Wasser ist keins da und Energie ist angeblich auch keine da. Ja, das stimmt alles nicht. Hier eine Laborstation. Ach, wieder nur da ganz oben. Wenn wir schon mal unterwegs sind und sowieso nach Diamond City wollen, dann können wir vielleicht auch ein bisschen was bauen. Ein
ein bisschen was brauen. So wollte ich das sagen. Ich guck gerade, was sich günstiger anfühlt. Ups. Ich glaube, das ohne Kupfer, dieses hier, das sieht günstiger aus im Moment. Sollen wir die wirklich wieder im Freien aufbauen? So eine Laborstation? Hier in der Küche wäre es doch gut. Den Kühlschrank können wir nicht bewegen. Die Messinglaterne auch nicht. Ich glaube nicht. Den Kühlschrank können wir höchstens verwerten. Dann könnten wir das hier reinstellen. Aha, es passt ja doch. Da schau mal einer an. Wo war es denn jetzt gerade? Jet, wie viel können wir denn da herstellen? Jo, ach, genug für Diamond City auf jeden Fall. Wir verzichten auch mal absichtlich jetzt auf den Eichhörnchen-Eintopf. Denn wir werden schon genug Punkte bekommen. Ich habe mir so überlegt, dass wenn man jetzt bei Level 150, sind ja viele schon, oder noch höher, wenn man da ist, dann hat man doch quasi schon alle Skills genommen, die es gibt. Irgendwann gibt es doch keine Skills mehr, die man auswählen könnte, meine ich. Ja, deswegen bin ich jetzt mittlerweile doch gar nicht mehr so wild drauf, schnell aufzuleveln. Ich weiß gar nicht, warum wir das machen wollten. Ja, für so ein paar Sachen schon, aber jetzt hat sich sowieso einiges geändert mit dem Überlebensmodus. Mit dem Patch 1.5. Okay, das soll erstmal reichen und jetzt können wir mit Sicherheit auch einiges an Jet Boost herstellen. Oh, aber nicht so viel. Brennstoff ist gar nicht mehr so viel hier. Naja, wir kaufen unterwegs auch Brennstoff, also lohnt sich das auf jeden Fall, wenn wir das jetzt alles hier verpulvern. So, Jet, denke ich, haben wir jetzt zu viel dabei. Mal sehen, wie das aussieht. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, Jet Boost haben wir nicht so viel, aber Jet schon. Naja, nehmen wir doch mal beides mit. Und weiter geht's. Och, fehlendes Wasser jetzt schon? Ja, ganz schöner Krach hier von dem Roboter. Ich höre schon, hier unsere erste Station. Hier haben wir schon mal einen Brahmin.
Oh, wie schön, es kommt sofort raus. Und wir können reparieren. Nein, nicht einwirken. Ja, wir können die Falle wieder auslegen. So. Ich wusste, es würde so kommen. Oh, hier wächst das aber nicht. Und die Siedler? Was ist mit den Siedlern? Ja. Die halten sich alle woanders auf jetzt. Ja, also weiteres Problem wird in Zukunft sein, dass wir kein Brennstoff haben. Achso, die sind ja alle am Grillplatz. Nein, auch nicht. Also die Siedler dürfen auch nicht alle abhauen. Wir haben ja die alle mühselig angezogen. Ja. Brennstoff brauchen wir und Plastik. Harte Arbeit, wie hier. Ach, hier sind sie alle. Immer das Gleiche. Wir suchen vor allem die Frau. Darf ich mal? Hallo? Hallo? Merken Sie nicht, dass ich da vorbei will? Okay, die Frau in Blau. Wo ist sie mit ihrem blauen Kleid? Ich kann dich bei Bedarf zusammen. Ist sie etwa schon abgehauen? Ja. Ja? Ach, da unten steht sie. Können wir runterspringen? Auf dem Brahmin-Käfig drauf? Ha! Und das war jetzt aber mutig, oder? Hey, wie geht es dir? Entschuldigung. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, nachdem wir jetzt so viel Drogen hergestellt haben und nicht gespeichert haben danach, war das mutig. Klar. Ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Ja gut, dann brauchen wir bei den anderen gar nicht groß zu gucken. Das scheint siedlungsübergreifend zu sein, was wir da gemacht haben. Alle Siedler aufzukaufen, alles aufzukaufen. Was wollten wir jetzt hier nochmal? Ach so, wir wollten mal gucken, ob hier Kronkorken drin sind, genau. Yep. Dann geht's jetzt zur Abernathy Farm, nur weil sie in der Nähe ist und ich hoffe, dass wir da Ladungen an Holz bekommen von Connie Abernathy. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Ach, wir hätten was trinken können, sollen, müssen, dürfen. Können. Da hüpfen schon die Brahmine. So viele haben wir, dass sie raushüpfen wie die Flummis. Auf wen schießt ihr? 50 Leute sind hier. Werden die Brahmine vielleicht mitgezählt? Kann das sein? Ist dir in zwei Richtungen jetzt geschossen? Da geht's nochmal weiter. Tollwütigen Maulwurfsratte hoffentlich vergiftet und nicht von meiner Machete. Denn wären sie von meiner Machete vergiftet worden, dann hätten sie mich schon wieder angegriffen. Ja, vielleicht werden die Brahmine mitgezählt als Einwohner, als Siedler. Aber wenn wir jetzt mal gucken, Abernathy Farm 25 Leute, so wie es sein sollte. Alles in Ordnung. Betten in Ordnung. Also hier nach der Liste kann man nicht wirklich gehen.
Die Moral ist ziemlich am Ende, ja, tatsächlich. Zu viele Brahmine hier, oder was ist los? Das waren aber wieder viele Maulwurfsratten. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Mhm. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Okay, sie hat auf jeden Fall wieder Kronenkorken. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Eine Kochmütze, das ist auch schön. Palettenkleid. Sauberes Rosenmusterkleid. Wunderbar. Warum hatte sie denn jetzt Chat? Sonst hat sie doch immer Mentets oder Buff-Tets. Nee, Buff-Out hat sie sonst immer. Sie hat auf jeden Fall Ladungen hier wieder. Was sehr schön ist. Die sind zwar überteuert, aber dafür werden die direkt in die Siedlung geliefert. Und hier ist niemand. Ach, da ist sie. Sie isst gerade. Sollen wir sie stören? Ah ja, wir stören mal. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Schieß los. Zu spät, in der Nacht handelt sie nicht. Das Rosenmusterkleid, können wir das vielleicht verbessern? Okay, dann haben wir 02 für Kleid und wir sind hier auf der Abernethy Farm und es ist das Rosenmusterkleid und es ist Gabe. Nichts vergessen, das kommt mir so wenig vor. Haben wir sonst nicht immer mehr geschrieben? Naja, wird schon richtig sein. So, einmal verlassen. Wo ist denn unsere Waffenhändlerin? Ach, sie ist sogar an ihrem Stand. Sehr schön. Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Nur ein bisschen handeln? Ja, das ist doch jetzt das Inventar von der Dame hier. Okay, sie bekommt dann das Rosenmusterkleid. Okay. Und anziehen darf sie es gleich. Ja. Und somit werden wir sie immer wieder erkennen. Liegt da hinten eine tote Maulwurfsratte, die wir noch nicht gesehen haben? Jetzt ehrlich. Shadow. Wow, die machen da oben aber einen ganz schönen Radau. Ich denke, ich bin neugierig. Wir werden da mal gucken gehen, da oben. Was da so alles los ist. Ich denke, wir sollten auch mal was trinken. Und wir sollten mal lernen, wie man hier die Radioaktivität aus den Lebensmitteln rausbekommt. Und wir sollten auch mal hier was essen. Die haben alle so schöne Nudeltöpfe da. Wieso haben wir das nicht? Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Klar, ich schaue es mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Oh, die hat aber viel Wasser. Ich hätte auch gerne solche Nudeln. Hat sie nicht mehr für uns, das gibt's doch gar nicht. Keinerlei Nudeln. Na gut, dann machen wir unsere eigenen Nudeln.
Wie können wir aus sauberem Wasser, können wir auch schmutziges Wasser daraus machen? Scheint wirklich was zu werden. Hier lohnt sich das richtig. Also wenn da die Moral schon sinkt, hier, wo wir uns doch hier so drum bemüht haben die ganze Zeit. Da möchte ich nicht wissen, was zum Beispiel in Somerville Place los ist. Moment, wir werden in der nächsten Folge oben mal nachgucken, was da so los ist. Wir machen jetzt einen Schnitt vor diesen schönen Brahminen. Und hier ist sogar noch eine Maulwurfsratte. So nämlich, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für euer Zusehen und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.